Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, Susanne, Lillis Berlin, Hashtag Kreativ mit Lillis. Ich habe hier etwas ganz Besonderes für euch und das ist wirklich ein Herzensgeschenk. Also ich mache heute hier ein Geschenk für eine Freundin, die hatte Geburtstag und die feiert jetzt. Und ich wollte ihr was ganz Besonderes schenken. Ich bin immer kein großer Fan von Geldgeschenken und mache immer gerne kleine Überraschungen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Sie weiß nur, dass sie mir Fotos schicken sollte, beziehungsweise ein Foto. Von den anderen habe ich nämlich Fotos. Und ich habe ihr, oh, ich mache es richtig spannend, ne, eine Passepartout-Karte gemacht. Mit ihren aktuellen und einem verstorbenen Haustier. Und ich bin richtig begeistert. Mir gefällt das. Also, wir haben hier heute ein bisschen was vor. Ja? Wenn ihr hier mitmachen wollt, dann braucht ihr Papier. Papier oder ein Tablet mit einem Zeichenprogramm. Würde auch gehen. Ich habe das hier nämlich vorskizziert, das zeige ich euch aber alles am Tablet, weil sich das da am einfachsten von einem Foto abpausen lässt, sage ich mal. Und dann habe ich mit euch zusammen die Karte hier gemacht. Ich werde mal versuchen, ganz kurz zu erklären, was ihr alles braucht. Ihr braucht Papier, ihr braucht einen weichen Bleistift, wenn ihr wollt, noch einen Druckbleistift. Ihr braucht einen Feinliner in mindestens zwei verschiedenen Stärken, also zwei Feinliner, nicht ein Feinliner. Ich habe 1,0 und 0,1 verwendet. Ihr braucht ein schönes Papier, wo ihr im Endeffekt euer Werk drauf malen wollt, in der Line Art. Dann habe ich hier ein A3-Papier verwendet, um diese Passepartout-Karte zu machen, die noch nicht beschriftet ist. Das kommt noch. Ich habe noch keine Idee. Da habe ich aber auch noch ein bisschen Zeit. Und da halte ich euch auf jeden Fall über Instagram auf dem Laufenden. Also wenn ihr da reinschaut, wenn dieses Video veröffentlicht ist, dann seht ihr das bestimmt. Was brauchen wir noch? Wir brauchen eine Schneideunterlage, wir brauchen ein Cuttermesser, wir brauchen ein langes Lineal, wir brauchen Kleber. Ich habe hier so eine schöne Klebemaus und habe ganz normalen hier Prittstift, nicht Prittstift, was sage ich zu? Kleber schon Prittstift. Also ein Klebestift habe ich verwendet. Ja, das war es, glaube ich, schon. Ein Radiergummi vielleicht noch. Es hält sich eigentlich in Grenzen mit den Materialien. Ich bin total beeindruckt selber von dieser Art von Kunst, weil ich das nicht erwartet hätte, dass sie doch so individuell gestaltet ist. Also, dass sie so das Individuelle aus dem Tier tatsächlich herausholt, das überrascht mich tatsächlich. Also, man kann jedes einzelne Tier erkennen. Also, ich weiß genau, welche ist. Und ich denke, sie wird es auch. Und ich hoffe, sie freut sich sehr darüber. So, ich schicke euch jetzt weiter, damit ihr anfangen könnt. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich zeige euch jetzt erstmals überhaupt in einem Video hier, wie ich am iPad Skizzen erstelle. Ich finde, das macht sich ganz gut, weil es ist weniger Papierverschwendung. Ich möchte damit jetzt auch gar nicht sagen, dass man sich jetzt auch ein iPad zulegen muss. Ich finde es halt einfach nur praktischer, um Skizzen darzustellen. Die Karte, die ich euch zu Beginn gezeigt habe, hatte vier Bilder und ich habe mich dazu entschieden, diese Bilder in Line Art zu machen, also sehr minimalistisch. Und ja, ich zeige euch jetzt hier Schritt für Schritt. Ich werde das gar nicht weiter kommentieren, wie ich hier diese Skizzen einsetze bzw. diese Skizzen erstelle. Und ja, der Vorteil bei einem iPad oder bei einem Tablet, bleiben wir mal bei dem Tablet und dem Zeichenprogramm, ist, dass ich halt immer wieder Fehler rückgängig machen kann oder ich nochmal von vorne anfangen kann. Wer jetzt kein iPad hat, ihr könnt dafür gerne natürlich auch Papier nutzen, wenn ihr kein Tablet habt, um das digital zu machen. Nehmt euch einfach ein paar Schmierpapiere, nehmt euch einen Stift und entweder geht ihr ans Fenster oder ihr nehmt ein Transparentpapier, denn es wird ja eh nochmal transferiert auf das andere Blatt, denn ich drucke das hier ja auch nochmal aus und werde es nochmal per Hand mit einem Feinliner nachzeichnen. Und ja, wie ich das jetzt mache, zeige ich euch jetzt Schritt für Schritt. Wie gesagt, ich werde euch keine Kommentare weiter dazu geben. Das wird jetzt hier im Schnelldurchlauf durchrattern. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen.
So, ich habe jetzt hier Schritt für Schritt alle in der Lineart. Das ist jetzt keine durchgezogene Lineart Kunst oder wie man das jetzt auch bezeichnen mag. Ich habe zwischendurch auch abgesetzt. Ich werde mal schauen, wenn ich das dann gleich ausdrucke, wie das dann aussieht, wenn ich das dann vielleicht, also ich halte vielleicht auch gar nicht alle Linien ein. Das ist jetzt halt nur eine Skizze, die ich gemacht habe. Ich werde die jetzt noch alle so anordnen. Das ist jetzt in DIN A4 hier angelegt. Ich werde jetzt jedes in ungefähr in A6 hier in die Ecken schieben und das dann ausdrucken. So werde ich das jetzt abspeichern und dann gleich ausdrucken und dann geht es im nächsten Schritt weiter. Ich habe es jetzt hier ausgedruckt, fertig. Und das möchte ich jetzt hier auf mein Mixed-Media-Papier transferieren, übertragen. Das mache ich ganz einfach mit einem weichen Bleistift. Ich habe hier einen 4B-Bleistift und dazu nehme ich mir dann noch einen Druckbleistift. Kann auch ein ganz normaler Bleistift sein, ihr könnt das auch mit dem gleichen machen. Und da werden wir jetzt hier die Rückseite, wo wir die Skizzen oder die Vorlage drauf haben, werden wir jetzt hier die Rückseite mit dem Bleistift großzügig schraffieren. So, wenn ihr das gegen das Licht haltet, dann könnt ihr dann auch sehen, ob alles schraffiert ist. Und das werde ich jetzt hier. Müsste eigentlich ganz gut passen. Dann nehme ich mir jetzt noch eine Klemme und mache das fest, dass das nicht verrutscht. Und dann werde ich mit dem Bleistift die Linien, die ich am iPad schon vorgezeichnet habe oder die ihr vielleicht per Skizze schon vorgezeichnet habt, einfach nochmal nachzeichnen. Und ihr könnt euch ruhig auch mal vergewissern, ne? Da ist die übertragene Linie, dass es auch wirklich klappt, funktioniert, wie auch immer. Es muss jetzt auch nicht akkurat sein. Und auch nicht die Linien haargenau, die ihr jetzt so geführt habt, vorher schon beim Skizzen. Wie gesagt, das könnt ihr dann gleich auch nochmal anders anordnen bzw. eine andere Linienführung wählen. So, und somit sind alle übertragen. Ich finde alle total gut und ich hätte es nicht gedacht, dass man doch jede einzelne so unterscheiden kann. Ich hätte es nicht erwartet bei Lineart, aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich bin vor allen Dingen mega gespannt, was meine Freundin sagen wird. Die Reaktion jetzt hier kann ich euch natürlich nicht zeigen, weil ich das Video ja vorher aufnehme und ich das Video auch relativ zügig hintereinander schneide, ansonsten kommt das Video, obwohl ich könnte eigentlich auch warten, nein, ich warte nicht. Die Reaktion, die behalte ich für mich und ich hoffe einfach, dass sie sich freut. Ich kann es ja dann nochmal nachträglich in die Caption reinschreiben. So, nächster Schritt. Skizze brauchen wir jetzt nicht mehr, beziehungsweise haben wir jetzt hier unsere Vorlage. Selbst wenn euch jetzt hier ein Fehler unterläuft, ihr habt jedes Mal noch die Vorlage, die ihr nochmal neu nachzeichnen könnt. Also ihr müsst euch hier gar keine Panik machen, falls mal irgendwie eine Linie schief geht. Ich hoffe, dass bei mir nichts schief geht.
Ich habe das natürlich vorher alles wie immer nicht geprobt. Ich mache das mit euch das erste Mal. Ich lasse mir aber vielleicht doch mal die Skizze hier legen, dass ich einfach sehe, wie ich vorgegangen bin. Nehme mir jetzt einen schwarzen Fineliner und werde erstmal die groben Outlines, also die Grund-, also die Schnurrhaare, lasse ich erstmal noch weg. Schnapp mir jetzt mal einen schwarzen Fineliner. Den muss ich erstmal suchen. Den ich jetzt hier habe, den will ich nicht nehmen. Ich habe jetzt hier drei verschiedene Größen. Das sind auch zwei verschiedene Marken. Das ist jetzt aber irrelevant. Ich habe jetzt hier einen in 0,5, 0,3 und in 1,0. Und ich glaube, die Outlines ziehe ich in 1,0. Ich will bloß mal, ja, das sieht super aus. Das ist, ja, 1,0. Obwohl der auch gut ist. 0,3. Ich nehme den 1,0 und werde jetzt, ich kann dabei jetzt nicht sprechen, ich muss mich echt konzentrieren, deswegen werde ich jetzt ganz in Ruhe diese Outline ziehen und ihr guckt mir einfach gespannt über die Schulter. Sieht doch schon ganz gut aus. Jetzt kommt Gizmo. Gizmo ist eine Herausforderung. Ich glaube, bei manchen Linien muss man einfach loslegen, ohne drüber nachzudenken. Sonst habe ich das Gefühl, dass es zu verwackelt wird. So, Gizmo, jetzt kommt Flake. Gefällt mir auch sehr gut. Ich mache die Pupillen jetzt einfach mal ein bisschen größer, weil das sah mir ein bisschen Psycho aus mit so kleinen Pupillen. So, und Lilly, die ist eigentlich eher als Erinnerung drin, denn Lilly ist von einer Weile verstorben und ja, manchmal war sie sehr biestig, aber bestimmt auch eine Herzensgute. Ich bin tatsächlich jetzt bei manchen ganz anders vorgegangen, als ich ursprünglich die Skizze angelegt habe. Ja, so ist das dann halt manchmal. Aber schaut euch an, bin sehr, sehr zufrieden. Jetzt kommen mit dem ganz feinen Fineliner. Da nehme ich, glaube ich, 0,1. So, zeige ich euch noch. 0,1. So. Ja. Also ich habe den hier genommen und den hier. Gizmo ist eine Devon Rex und die haben so ganz kräuselige Sturhaare. Und jetzt noch Lilly. So. Da sind wir hier fertig. Ich werde das jetzt mit der Schneidemaschine zuschneiden. Da müsst ihr mir jetzt nicht bei zugucken. Ich komme gleich mit den fertigen Werken und dann machen wir uns an die Karte. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich diese Karte gestalte, aber ihr habt das fertige Werk gesehen, also irgendwie habe ich es hingekriegt. Ich schneide das jetzt erstmal hier mit der Schneidemaschine und dann sehen wir uns mit den geschnittenen, fertigen Bildern und dem passenden Papier, wie wir die Karte, was wir für die Karte nutzen. Hier sind die fertig geschnittenen Karten. Ich habe gerade gesehen, bei dem Wauzi ist ein bisschen eng geworden, aber das kriegen wir schon hin. Dann ist mir gerade noch eingefallen, die Bleistiftlinien, weil dieses Graphit, das kann man ja natürlich auch wegradieren. Ich kann euch nur den Tipp geben, lasst es wirklich gut austrocknen, dass es nicht verschmiert, sonst könnt ihr wirklich nochmal von vorne anfangen. Oder ihr habt einen Knetradierer.
dann könnt ihr das Ganze abtupfen quasi, abtragen. So richtig hartnäckige Linien habe ich jetzt eigentlich nicht drauf. Und ich persönlich, ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn man ein paar der Linien noch sieht. Ja, würde ich jetzt für einen Kunden arbeiten, würde ich das auch, glaube ich, genauer machen. Aber ich finde, es hat immer noch so einen Charme, dass man sieht, dass es hand- und selbstgemacht ist. Ne? Ich finde es total faszinierend, dass ich sie alle auseinanderhalten kann. Das hätte ich nicht erwartet. Und ich möchte ja jetzt, kann ich wieder Ordnung schaffen. Ihr seht, ich habe jetzt hier ein A3-Papier und ich möchte da Klappkarten draus machen. Es kann sein, dass ich die Karten eventuell noch ein bisschen, also die Karten, wo jetzt die Bilder von den Tieren drauf sind, ein bisschen schmaler mache. Weil ihr seht, das ist schon wirklich akkurat hier ausgemessen, weil, ne, na, ihr wisst schon, A4, also es sind alles DIN-Formate und da werde ich die wahrscheinlich noch ein bisschen kleiner machen. Ich werde es jetzt auf jeden Fall erstmal so machen, dass ich die Karte hier falze. Und dass ich sie hier mittig falze, hier mittig falze und hier. Weil ich möchte die Karte dann so zusammenklappen, also in der Länge nach zusammenfalten, um sie dann wie ein kleines Heftchen auseinanderfalten zu können. Deswegen die ganzen Falzlinien. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das jetzt meine. Ich denke schon, ihr wisst, wie ich das meine, weil ihr habt die Karte zum Anfang gesehen. So. Wir brauchen eine Unterlage. Also eine Unterlage. Wir müssen das eh gleich hier... ich zeige euch gleich vielleicht, wie ich das anders mache. Weil ich jetzt nicht so ein langes Lineal habe, brauchen wir ein Falzbein und ein langes Lineal. Es muss kein Stahllineal sein, aber ein langes Lineal. Und dann brauchen wir einen Bleistift und ein Radiergummi, denn diese Linien möchte ich halt gleich wieder wegzeichnen, obwohl, wenn ich es falte, dann sind die eigentlich auch verschwunden. Ich glaube, ich werde das erstmal in der Mitte falzen. So, es ist A3. DIN A3 sind theoretisch 21, 21, 42, also brauche ich bloß 21 abmessen. Falls ihr die DIN-Formate nicht im Kopf habt, also die Formate stehen meistens immer auf den Blöcken, manchmal meistens, oder halt ihr findet sie online. DIN A3 ist jetzt 42 mal 29,8, glaube ich. Achso, die Stärke von dem Papier, das ist eine gute Frage. 170 Gramm hat das Papier. So, das falze ich jetzt hier einmal in der Mitte. Das falze ich deshalb, damit es einfach ordentlich gefalten werden kann. Ja. Seht, lässt sich super falten. So, und jetzt falze ich das nämlich. Kniff. Jetzt falze ich das so, damit ich das gleich nochmal anders falzen kann. Wo kommen denn jetzt diese roten Pigmente her? Ah, hier. Drehen wir das mal um. So. 29,8 habe ich gesagt. 29,8 durch 2 sind 14,9. Ach, irgendwas mit 14,75 oder so. 7,8. Alles, was Millimeter. Ihr seht das hier schon. Ne? Also, ich weiß nicht, ob ihr das. Seht jetzt hier, das steht hier ein bisschen über.
Das schneide ich mir nachher eh noch zurecht. Also 14,85. Wir machen mal 14,85 Richtungen falten. So, und so will ich es ja eigentlich gefalten haben. So lang. Und dann möchte ich hier, dass das so noch eingeklappt wird und dann so noch. Ne? Also wir machen jetzt hier mal noch mal. So, hier sind wir ja bei 21 und da gehen wir dann auf 11,5, 10,5. Also gebastelt haben wir hier auch schon lange nicht mehr. Das ja quasi dann gleich so und so als Karte. Das müssen wir, das ist logisch, ne? Das verschiebt sich halt alles ein bisschen, aber so im Groben möchte ich es gerne als Karte haben. Vielleicht so rum, dass wir es geschlossen oben haben. Und hier möchte ich dann gleich noch ein paar Fensterchen reinschneiden. Das will ich jetzt nicht so hier reinkleben. Hier werden noch ein paar Fensterchen reingeschnitten, dass ich das da einfach bloß reinschieben brauche. Und da kommt dann noch irgendwas. Irgendwas kommt da noch drauf. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Ich muss mal schauen, wie ich das mache. Ich glaube, ich muss das hier tatsächlich noch einschneiden, dass das sich nicht so doll im Weg ist. Beim Falten. Ich schneide das jetzt einfach mal ein. No risk, no fun. Vielleicht muss ich da tatsächlich auch ein Millimeterchen rausnehmen. Ich werde hier überall ein bisschen was rausnehmen. Das ist sich zu sehr im Weg hier drin, ne? Die Papiere können quasi nicht flüchten. Aber das ist nicht schlimm. Jetzt auf jeder Seite so ein Millimeterchen weg. Und vielleicht reicht das ja sogar schon. Kann man natürlich auch ordentlich mit der Schere machen. Also ich meine jetzt den Zipfel da oben abschneiden. Die sind sich nicht mehr ganz so stark im Weg. So, hier von den Rändern muss ich auf jeden Fall was abnehmen, weil die sich in der Mitte zu sehr treffen. Aber wie gesagt, alles, ich mache das alles sehr schmal. Und ich mache das hier auch alles Pi mal Daumen. Ne? Also das ist jetzt hier keine maßgetreue Arbeit. Ihr seht, ich habe hier viel zu viel weggenommen. Das heißt, hier noch ein Stück. Ich bin nämlich eigentlich kein großer Bastelfan. So, das will ich natürlich.
natürlich auch gerade haben. Geht ruhig mehrmals drüber. Ihr müsst das nicht gleich alles in einem Schwung abbekommen. So, jetzt haben wir da auch eine schöne gerade Kante. Und dann lässt sich das jetzt schön zusammenfalten. Warum auch immer das da jetzt breiter ist und hier weniger breit. Nicht ganz mittig. Obwohl, nicht das. Könnte es ein bisschen eckiger werden. Versucht das mal mit dem Falzbein. So muss ich das machen. Ihr seht, basteln ist eine Wissenschaft für mich. So gefällt mir das super. So. Und hier kommen jetzt noch so Fensterchen rein, weil das muss ja leider noch festgeklebt werden. Jetzt ist die Frage, was für Fensterchen? Ich glaube, eckig wäre das Einfachste, aber rund würde mir so schön gefallen. Ich habe eigentlich irgendwo auch noch eine Herzform. Und die muss ich definitiv noch kleiner schneiden. Ich glaube, wir machen es eckig. Eckig und dann werde ich noch einen schönen Rahmen draufsetzen. Okay. ,5 sind es nicht mehr ganz. Aber ich brauche den Rahmen auch, um das festzukleben, ne? Also um das irgendwie festzumachen. Kleiner machen. Okay, wie machen wir das jetzt? Von innen schneiden. Von innen ein Zentimeter vom Rand. Hier jetzt einfach nur, dass ich die Ecken sehe, wo die sich kreuzen, damit ich weiß, wann und wo ich das Cuttermesser an- und absetze. Das sieht man ja gleich auch nicht mehr, weil das ja verdeckt ist. Und es ist so ein cremefarbenes Papier, wie ihr seht. Dann hebt sich das auf jeden Fall noch mal ein bisschen ab. Wunderbar. Ich klebe das auch gleich fest. Ich bin hier kein Mensch, der großartig palabert. So, und ich habe jetzt, was nehme ich jetzt? Doch, ich nehme hier, nehme ich den. Und für den Rand habe ich hier so eine tolle Klebemaus. So gefällt mir das. Wunderbar. Und da kommen jetzt noch alle vier.
Und das machen wir jetzt einfach mal im Schnelldurchlauf. Ja, das Ohr ist dann halt eben weg für eine Ecke. Ja. Das ist nicht so schlimm. Ich finde es ganz wundervoll. Ganz toll geworden. So. Die werde ich jetzt noch beschriften. Man könnte es mit Sicherheit auch so anlegen, dass man die Bilder vielleicht rein und rausstecken kann. Aber das erfordert, glaube ich, ein bisschen mehr Planung. Und mein Plan ist jetzt hier, man könnte es auch so zusammen. Nee, so können wir es nicht zusammenfalten. Wir falten das so zusammen. Ich werde das jetzt noch beschriften. Bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich draufschreiben werde. Deswegen werden wir das, glaube ich, auch hier beenden. Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Ich habe mir nur Gedanken darüber gemacht, dass ich sowas machen will. Aber was ich draufschreibe auf die Karte, das werdet ihr auf jeden Fall später erfahren. Ich weiß es noch nicht. Jetzt habe ich gerade versucht zu überlegen, ob mir spontan irgendwas einfällt. Ich bin immer nicht so ein großer Fan von diesem Happy Birthday oder alles Gute oder alles Gute zum Geburtstag. Deswegen, da werde ich mir noch was überlegen. Das könnt ihr auf Instagram sehen. Das könnt ihr auf Instagram sehen. Da werde ich das dann teilen. Und ja, es war mir wirklich eine Freude. Es hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch macht das auch Spaß und dass ich euch irgendwie ein bisschen inspirieren konnte. Wir haben heute so eine Mischung gemacht aus Illustration, Line Art und Kartengebastel. So ein bisschen so eine Passepartout-Karte ist das, ne? Die kann man sich schön hinstellen. Ach doch, das gefällt mir. Kann man schön verschenken. Ja, ich hoffe, ich kann euch inspirieren. Wenn ich euch inspirieren kann, dann freue ich mich, wenn ihr mich markiert auf allen Kanälen. Vor allen Dingen auf Instagram ist es @lillis.berlin. Und gerne auch mit dem Hashtag Kreativ mit Lillis. Lasst auch gerne einen Kommentar und ein Abo hier. Schaut mal auf Instagram vorbei, da werdet ihr auf jeden Fall noch mehr inspirierende Sachen finden. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz zauberhaften Tag. Lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf und ja, bleibt kreativ. Tschüss!